Herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Sidokan Battle. Wir befinden uns schon zum vierten Mal am Super 17 Banner. Mhm. Da alle Multis am Anfang total enttäuschend waren. Ich habe gerade eben die Stats gecheckt. Eine SSR-Rate von 11%. Die ganzen Männer-Cards sind bei fast 1%. Es ist unvorstellbar, dass wir überhaupt nichts bekommen. Das ist der vierte und tatsächlich finale und allerletzte Multis. Wenn der nichts wird, werde ich bis zum Gogeta-Banner nichts mehr summonen. Also fangen wir an. Bin sehr gespannt, was hier rauskommt. Wir schauen uns erstmal die Anzeichen an. Es wäre wahrscheinlich schlau gewesen, die ganze Zeit Single-Sums zu machen. Egal. Wir kriegen wieder Satan rechts. Das kann nichts Gutes heißen. Wir ziehen runter. Rainbow. Oh, wenn der Baseform bleibt. Nein, schade. Okay, Super Saiyan Power. Mal nachschauen. Einfacher Super Saiyajin, zweifacher Super Saiyajin. Wir haben nicht mal einen dreifachen bekommen. Das ist super schade. Okay, wir legen los. Wir starten mit einem... Mit einem GT-Trunks, den ich überhaupt nicht brauche. Immerhin ein SSR. Ich hoffe, das war nicht der SSR des Abends. Wir kriegen erneut einen C19. Nummer 3 wird sein. Der falsche SSR. Das ist einer der neuen 17er. Immerhin besser als nix. Wenn ich jetzt den richtigen Super Sitzen bekomme, wäre er sehr nützlich. Aber wir haben schon mal zwei SSRs in diesem Sum bekommen. Das ist immerhin irgendwas. Aber es ist immer noch nicht befriedigend. Okay, wir machen weiter. Wir kriegen GT Vegeta. Oh Mann, das ist überhaupt nichts wert. Ich glaube, der Banner lässt mich so reden. Jetzt kriegen wir diese blöden Trolls. Diesen normalen Android 17. Nein, wir machen weiter. Oh Mann, der Banner lässt mich so richtig hängen. Wir kriegen Tabel. Vegeta ist dein Bruder. Da ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Wir kriegen erneut GT Vegeta. Ich weiß gar nicht, was der hier zu suchen hat. Und war's das schon? Ne, es geht noch weiter. Wir kriegen Kid Trunks. Was ist hier mit der Vegeta-Familie jetzt in diesem Banner auf einmal los? Und ich glaube, das war's. Ne, wir kriegen noch einen Nail. Schade. Okay, das war's. Okay, damit lässt uns der Banner endgültig hängen. Den einzigsten guten Pull, den wir heute hatten, ist der neue C17, den ich eigentlich jetzt nicht mehr brauche, weil ich kein Super-17 habe. Okay, dennoch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder, was auch immer es sein wird. Bis dahin, ciao. Ciao.